Hallo Leute, willkommen zur 27. Folge von Minecraft Legends und Pickens planen jetzt endlich, in Anführungsstrichen, einen Angriff. Jetzt müssen wir prepared sein. Oh nein, das wollte ich nicht. Wieder alle? Ja, ich denke. Könnt ihr noch mitkommen? Eine 69er Armee? Ist doch schön. Oh ne. Ja, geht das? Die sind alle ein bisschen hinterher. Ja, würde gehen. Ich hoffe, ihr habt Eisen hier. Nein, habt ihr nicht. Ja, was sammelt Eisen? Wir brauchen Eisen, um diese Verstärker zu machen, die uns dann Steinmauern geben, so wie diese hier. Tja. Wo gibt es dann in dem Gebiet hier Eisen? Wenn die greifen eh erst abends an. Einen haben wir verloren, wir haben nur 68. Keine Ahnung, 67 oder was? Ja. Doch, gibt hier Eisen. Ich hoffe, ich kann so viel Eisen mitnehmen, weil wenn ich 400 hätte, wäre schon cool, dann könnten wir alle Mauern verbessern. So ist dann schwierig. Wir haben jetzt noch 63, heißt, wir verlieren wirklich ein paar. So, das sollte genügend sein. Vielleicht können wir auch noch 300 mitnehmen. Wäre ein bisschen schade. Ne, wir können mehr mitnehmen. Wir können mehr mitnehmen. Ja, ich würde basically dann einfach einen Cut machen, sobald wir das Dorf verstärkt haben. Und wir warten einfach, bis der Abend ist, weil ich kann sonst eh nichts machen jetzt. Ja, wir können über 400 mitnehmen. Schauen wir mal wieder nach oben. Es wird eh weiter abgebaut, wenn wir nicht mehr da sind. Also ist ja prinzipiell eh egal. Ich hoffe, dass der richtig steht. Ich will mal was suchen.
Wir haben viel zu viel Holz ab. Wir können das gar nicht alles mitnehmen. Aber ich hätte hier gerne nochmal eine Außenmauer. Könnt ihr mal bitte woanders hingehen? Könnt ihr euch mal hier hinstellen? Dann haben wir hier ein bisschen unsere Ruhe. Holt eh schon irgendwer wieder ab. Reiß mal bitte die Bäume hier ab. Die gehen mir ziemlich krass auf die Nerven. Ja, es ist ein spannendes bisschen Aufbauen hier nochmal. Einfach, dass uns der Kollege am Ende dann nicht wegbumst. Den Wald hier muss ich auch abholzen. Das Ganze machen wir Stück für Stück. Wie ich das ganze Holz verbauen soll. Mm-hmm.
Pflanzen. Nimmt man hier mal noch die ganzen Bäume weg. Das Tor einfach hier hin. Das funktioniert ja auch. What the hell is this? Kann man so ein paar Scatter Tower hier zwischendrin platzieren? An sich denke ich, wir sollten ganz gut aufgebaut sein. Haben jetzt noch einen halben Tag, ich will jetzt einfach einen Cut machen. Und wir sehen uns dann gleich, wenn die Piglins angreifen wieder. Ich hole noch ganz kurz meine Armee. Und dann geht es prinzipiell schon für euch los. Es wäre schön, wenn wir es gleich schaffen, weil dann brauche ich nicht wieder 8 Jahre warten. Und ja. Mal schauen, jeden Moment sollte es Nacht sein. Und ich hoffe, dass es jetzt dann auch funktioniert. Und der hier auch wirklich spawnt und wir den angreifen können. Der ist immer noch nicht Nacht. Wie lange denn noch? Oh, jetzt kommt er. Okay. Ich hoffe. Das ist die Standardsequenz. Aber er ist da, er ist da. Da vorne ist er. Wir müssen gleich direkt alles auf ihn werfen. Ach du Heilige. Mann, wo ist er denn? Da drinnen schon? Könnt ihr vielleicht alle mal mit reinkommen? Vielleicht war meine Idee nicht hundertprozentig durchdacht. Ja, die anderen machen halt wieder nichts, ne? Was jetzt? Mehr Piglins!
Ich bin tot? Weil ich in der Mitte von den Bomben war. Wehe, ich spawn jetzt nicht da und ist alles weg wieder. Wehe. Nee, okay. Ich habe den Spawner, die ich brauche. Oh mein Gott, ich komme hier nicht raus. Ja, und jetzt hat mittlerweile hat er halt die Scheißtür aufgesperrt. Ja, oder nicht? Die Bestie mag ein Jäger sein, aber du bist keine leichte Beute, nicht wahr? Piglins haben Verstärkung geschickt. Motorgun. Skelette sind nicht gut, weil die von einem größeren Punkt aus angreifen können. Sie haben einen größeren Radius, würde ich damit sagen. Catch it gerade noch ganz draußen. Das ist schon mal nicht schlecht für uns. Dann können wir jetzt hier durch. Die gibt's auch noch. Okay, wir machen ihm auf jeden Fall akzeptablen Damage. Problem ist, unsere Mobs sterben nicht wirklich. Das ist schlecht. Die Geschwindigkeit der Bestie ist deiner Tapferkeit nicht gewachsen. Mach weiter! Okay, Creeper sind wie immer einfach the way to go, einfach OP. Das ist schön. Eine neue Welle von Piglins ist auf dem Weg zu dir. Sollen sie kommen? Zum Glück spawnte die immer da, wo Ding ist, unser Eistower auch ist. Heißt, wir haben immer gute Chancen, ne?
Den Jerk habt ihr euch jetzt zu früh in die Luft gejagt. So verläuft das natürlich nicht nach Plan. Nur 14%. Nicht laufen, wenn er gefließt ist. Dann haben wir es jetzt. Halleluja! Das war ein Kampf. Geil, dass da jetzt ein Baum ist und die ganze Sequenz zerstört. Der habe ich da noch. Jumballer. Mann. Ist das nicht wunderbar, Voraussicht? Ja, die Picklins sind weg. Leck mich am Arsch. Am Arsch sind die weg. Ja, respawn sie einfach nochmal. Komm on, let's go. Okay, bro. Och, komm. Das muss es echt nicht sein. Aber was machen wir in der nächsten Folge? Lasst uns ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Morgen geht's weiter. Haut rein. Ciao. Morgen geht's nicht weiter. Ciao.